Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Schön, dass ihr mich wieder begleitet. Heute möchte ich mit euch gemeinsam ein wundervolles Herzensthema ansprechen. Hundetagesstätten. Ja, ganz genau. Und ich bin gerade mittendrin. Schaut mal, hier eine Handvoll Pfoten und noch zwei wundervolle Menschen, die hier gemeinsam mit mir in der Huta heute eine ganz, ganz kleine Gruppe betreuen. Und viele Leute fragen sich ja, wieso soll ich meinen Hund in eine Hundetagesstätte bringen? Ich habe doch keinen Hund, um ihn dann abzugeben. Dann fragen wir doch jetzt einfach mal die Hunde. So, also, ich habe hier mein Mikrofon, ne? Ich mache mir einfach mal hier ein Mikrofon ab und dann interviewe ich jetzt mal die Hunde für euch, was sie denn hier von der Hundetagesstätte halten. Monty, hör mal, du kommst doch hier in die Hundetagesstätte. Musst du hier hin oder willst du hier hin? Darfst du hier hin? Wirst du dazu gezwungen, eigentlich auch von deinen Menschen hier in die Hundetagesstätte zu kommen? Monty sagt, er hätte sich hier selber beworben. Also er hätte eine E-Mail geschrieben und hätte selber nachgefragt. Also er hat gar nicht seine Menschen gebraucht und er sagt mir gerade, er wüsste nicht, was manche Leute für ein Problem haben. Er würde sich sehr wohlfühlen und das demonstriert er auch gerade ganz, ganz deutlich. Also, und ich sollte aber diese Aufnahmen jetzt nicht öffentlich machen, weil seine Besitzer wussten das nicht, dass er sich hier bewirbt in der Hundetagesstätte. Aber Monty hat einen Platz bekommen. Ne? Ah, ich frage noch mal jemand anders. Ja gut, die Molly ist ja immer hier in der Huta. Ne? Und Molly ist ja... Molly... Ich glaube... Ich frage die Molly. Molly, hör mal, wie lange bist du eigentlich schon hier in der Huta? Okay. 12 Jahre. 12 Jahre und... ach, hi, hola, du bist ja auch hier in der Huta, ne? Ja, also... Molly sagt übrigens... Es ist wunderschön, auch mal von mir oder vor mir Ruhe zu haben. Sie würde sich auch freuen, wenn ich noch mal eine längere Zeit in Urlaub wäre, weil sie kommt hier auch ohne mich ganz gut klar. Danke Molly, dass du dich da so öffnest und uns gemeinsam hier erzählst, was denn so toll ist an der Huta. Was findest du denn eigentlich am schönsten an der Huta? Molly, jetzt hör mal auf rumzualbern. Ich meine, die Leute wollen Informationen von dir haben. Molly hat gerade gesagt, für sie wäre das Wichtigste in der Hundetagesstätte mit den anderen Hunden zusammen zu sein und dass sie hier ihre Position so ein Stück weit ausleben kann. Das findet sie ganz toll, weil beim Spaziergang gibt es viele Menschen, die ein Problem damit haben, wenn Hunde miteinander kommunizieren. Und hier in der Hundetagesstätte dürfen Hunde miteinander kommunizieren. Das findet Molly total klasse. So, ich frage nochmal die Ola. Ola, wie sieht es bei dir aus, Maus? Jetzt bist du ja auch hier in der Hundetagesstätte. Gefällt dir das? Molly möchte ohne ihre Anwältin nichts dazu sagen. Gut, dann gehen wir mal weiter. Also das sind ja jetzt eigene Hunde. Klar, die fühlen sich natürlich wohl. Hi, Cookie. Hallo. Hallo, Cookie. Also, Cookie, warum bist du eigentlich hier so gerne in der Hundetagesstätte? Weil man hier so wunderschön faulenzen kann. Und spielen kann mit Artgenossen, das findet sie auch ganz toll. Super, Cookie, nee, danke, dass du mir das sagst. Hi, du bist das neue Mädchen, ne? Hast du dich denn selber beworben oder sind deine Menschen... Naja, sie will noch nicht mit mir reden, also kann ich auch verstehen, ne? Manche Hunde sind eben auch ganz eigen. Hi, Juna, du kommst aber auch schon eine längere Zeit, ne? Super. Warum bist du so gerne in der Hundetagesstätte? Ach, weil man hier so albern sein kann. Hier wird nicht immer alles ernst genommen und hier kann man einfach mal Hund sein. Finde ich auch super, ne? Ich meine, gut, ist eine Antwort, oder? Ich gehe mal weiter, komm mit. So. Also mein Mikrofon brauche ich gar nicht mehr. Ich frage mal den nächsten Hund. Simba! Und du? Warum bist du denn eigentlich hier in der Hundetagesstätte? Weil, ja, sag's mir ruhig. Simba sagt, seine
Menschen, die müssen halt viel arbeiten und sie wollen ihn nicht mit ins Büro nehmen und ins Geschäft, weil er ist dann lieber hier unter den Hunden und liegt hier unter einem Walnussbaum und lässt sich das Leben durchs Fell gleiten. Also er findet das hier so toll, weil er hat einfach keinen Bock auf Büro. Kann ich verstehen. Er war da schon mal mit, musste dann aber auch immer Fotokopien von einem Zimmer ins andere tragen. Und das fand er langweilig. Und deswegen hat er gesagt, na komm, ich sag meinen Menschen mal Bescheid, die sollen mal mich in einer Hundetagesstätte anmelden. Und die sind jetzt genau, er ist genau wie die anderen Hunde jetzt hier im Revier für Hunde gelandet. Toll, oder? Ach, ist das schön. Lucy! Tag, Lucy. Hi. Lucy kommt auch schon ein paar Jährchen hier ins Revier für Hunde. Und du bist doch sicherlich hier, weil Lucy sagt, das Leben ist schön. Das Leben ist einfach schön und sie genießt es. Sie genießt es auch zu Hause, aber sie genießt es auch hier. Und das finde ich toll. Also wenn die Hunde hier glücklich sind und die Hunde sind auch zu Hause glücklicher, umso besser. Also hier muss kein Hund sein, hier dürfen Hunde sein und sie wollen auch hier sein. Es ist nicht so, dass die Hunde hier am Zaun sitzen oder am Türchen sitzen und sagen, ich will unbedingt wieder nach Hause und ich bin hier hingebracht worden, ich finde es hier ganz, ganz schrecklich. Nee, so ist das nicht. Also Hunde in der Hundetagesstätte sollten sich wohlfühlen und die sollten gerne da sein. Und wenn man sowas hat wie hier, dann hat man eine wunderschöne, ausgeglichene Stimmung und dann fühlt sich kein Hund gezwungen, hier sein zu müssen. Ja, okay. Also, wenn ihr euch dazu entschließt, euren Hund in eine Hundetagesstätte zu geben, ja, dann wählt sie bitte nach dem Bauch aus. Und lasst bitte eure Hunde mitentscheiden. Die Hunde entscheiden, ob sie sich wohlfühlen oder nicht. Ist der süß, oder? Simba, du bist so ein Schatz. Du bist so ein Schatz. Unmöglich. Lasst bitte Videos von euren Hunden machen, wenn die ersten Male in der Huta sind, damit ihr zu den Huta-Betreibern eine Vertrauensbasis aufbauen könnt. Weil ihr wollt ja schon wissen, was eure Liebsten da machen. Und die Einstellung, die vielleicht manche jetzt noch haben, die sagen, boah, ich würde meinen Hund niemals irgendwo anders hingeben und dann in eine Huta, was soll das? Die sollten auch mal bedenken, dass die Hunde das gerne machen. Und die Hunde auch schon mal gerne Urlaub von ihren Menschen haben. Und es kann ja auch immer mal was sein, ne? Dass man mal irgendwie beruflich den ganzen Tag weg muss, länger als 4-5 Stunden. Dass man vielleicht auf einmal umklingt auf der Arbeit, muss ins Krankenhaus und der Hund sitzt schon seit 5 Stunden zu Hause und keiner kann dahin. Also immer andere Bezugspersonen suchen. Ganz wichtig. Aber die Huta sollte für Hunde sein, die da Bock drauf haben. Und wer da keinen Bock drauf hat, ja, der eben nicht. Aber ich habe schon ganz viele Hunde erlebt, selbst die schon jahrelang keinen Kontakt zu Artgenossen hatten und dann trotzdem hier ganz neue Freunde gefunden haben und sich neu verliebt haben. Ach ja, ist das Leben schön. Jetzt habt ihr gesehen, im Revier für Hunde sind die Hunde gerne. Sie müssen nicht hier sein, sie wollen hier sein. Und die Menschen, die ihre Hunde hier hinbringen, sind auch sehr zufrieden. Manche chillen und manche toben. So ist das halt, ne? Ganz verschiedene Charaktere, die sich hier treffen. Und wundervolle Menschen wie die Hanna und die Lisa, die die Hunde hier betreuen. Und das finde ich auch wichtig. Die Hunde brauchen herzliche Menschen und nicht nur irgendwie einen Betreuer. Nee, da muss man mit Herzblut hinterstehen, hinter so einem Job. Das ist kein Job. Das ist eine Passion. Das ist eine Mission. Das ist ein Prinzip. Ein Weggefährtenprinzip. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und wenn ihr Informationen über eine Hundetagesstätte haben wollt oder ich soll noch mal spezifisch den Aufbau erklären, was ich hier die letzten 30 Jahre gemacht habe, ja, dann schreibt es doch unten in die Kommentare. Und ich mache euch noch mal ein ausführliches Video über meine Stationen vom Dogwalker hin zum Revier für Hunde. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis dann. Macht's gut. Ciao.